Das ist die Kill Confirmed. Und die ist schon sick, muss man sagen. Herzlich willkommen, Leute, zu einem Case-Opening zur neuen Shadow Case. Heute erst released worden, haben wir uns direkt 5 Kisten gegönnt und 5 Schlüssel. Unglaublich teuer, ihr kennt das ja, wenn eine neue Kiste rauskommt, aber dafür sind die Skins auch genauso teuer und man kann es wieder ganz gut verkaufen. Von daher ist das jetzt gar nicht so schlimm gewesen. Also, die neue Shadow Case umfasst erstmal ein neues Knife. Bevor wir in die Kiste reingucken, gucken wir uns das neue Messer an, und zwar nämlich die Shadow Daggers. Und hier unten sehen wir eine kleine Animation. Die Shape, sage ich einfach mal, bekannt vor, aus irgendeinem Plastikteil. Ich finde es jetzt nicht ganz so cool. Das Einzige, was ich daran so geil finde, ist die Tatsache, dass man jetzt halt sozusagen 2 Messer hat, ja, und dadurch auch eine komplett neue Animation geboten wird. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie viel Glück wir haben. Wir gehen wieder zurück ins Inventory und gucken uns erstmal hier die Sachen an. Wir haben die Dual Berettas Dueling Dragons. Ja, Dual Beretta hätte auch gerne rot sein können, bin ich ein bisschen enttäuscht. Also eine rote Dual Beretta wäre was Feines gewesen. Die hätte ich nämlich sehr gerne gehabt. Dann die Farmers Survivor Z, so mit einem Scratch und so weiter. Gar nicht so übel. Die Dual Beretta werden wir eh gleich ziehen, weil es ja blau. Von daher können wir uns die noch ein bisschen genauer ansehen. Dann haben wir, gehen wir erstmal kurz auf die interessanten Sachen ein. Also eigentlich finde ich die gar nicht so schlecht. Also die Mac 10 Rangine ist auch nicht so übel. Green Marine, die finde ich halt unnötig. Cobalt Core, Wraith, Scumbria, und dann haben wir halt Galil AR Stone Cold, die sieht eigentlich ganz cool aus, genauso wie die Nebula Crusader. Und ja, die Special Delivery finde ich nicht so cool, die Wingshot ist solide, die Frontside Misty, aha, geht in eine Richtung, kann man machen. Ja, Autosniper Flux und Scout Big Iron finde ich beide hässlich, muss ich sagen. Also irgendwie, keine Ahnung, mag ich nicht. Die M4A1S ist ja genau die richtige Waffe, die wir jetzt brauchen. Golden Coil, wenn man sie mal sieht, den groß anschauen. Und eine rote USPS, das ist der Jackpot meiner Meinung nach. Eine rote USPS, das wäre der Shit. Das wäre wirklich der Shit. Das ist hier Max Need. Natürlich Shadow Daggers wäre natürlich awesome. Wir schauen in die erste Kiste rein. Haben wir in dieser Collection Glück? Hat sich das Geld irgendwo gelohnt? Stat Track. Okay, ist vielleicht noch was. Ach nee, die kauft kein Mensch. Warum? Was will man mit einer Scumbria? Und hier sehen wir auch die Textur. Das Einzige, dass ich finde, das Basic Pattern der Waffe, diese kleinen Waben, sehr, sehr cool. Die Striche hier oben finde ich eher unnötig. Battle Scarred ist sie aber auch. Kann somit sein, dass sie in FN nochmal ganz anders aussieht, dass die Striche weiter nach unten gehen und so weiter und so fort. Aber so viel Glück haben wir nicht, ne? Weiter geht's. USPS, Leute, USPS! Let's go! Dual Berettas, ich hab's euch gesagt. Ich hab euch gesagt, wir ziehen die Dual Berettas Dueling Dragons. Und die finde ich geil. Finde ich ziemlich geil, ja? Dual Beretta ist ja momentan sowieso gerade der Shit. Und da ist die Well-Worn Dual Beretta Dueling Dragon gar nicht so übel. Kann man sich geben. Kann man sich geben. Was kostet denn sowas momentan auf dem Market? Ja, schauen wir auch mal rein. Einmal die Shotgun, die Stat Track Shotgun, gibt es noch gar nicht auf dem Market. Aber wie gesagt, das ist auch so eine Sache, die kauft kein Mensch. Ja. Und die Dueling Dragons, die ja jeder haben will. Und, ja, wird verkauft für 2 Euro. Ist das nicht sick? Nice. So, weiter geht's. Kiste Nummer 3. USPS, let's go. Ach, Scar 20 Green Marine. Mean Machine. Unglaublich hässlich, finde ich. Also, das ist natürlich ein solides Design, ne? Und an sich kann man machen, aber Counter-Strike hat ja auch diese ausgefallenen Designs und deswegen ist es halt so kacke. Alles in allem, so für so einen Basic-Shooter ist sie geil, ja, aber es geht halt geiler in Counter-Strike, es geht halt geiler. Minimalware, Minimalware, let's go, come on, Gaben, Stone Cold, ja, damit können wir jetzt mal anfangen. So, Galil AR Stone Cold, finde ich sau nice, finde ich, sieht sehr, sehr cool aus, ja, aber da haben wir doch die, da haben wir die Shadow Bob, also die. Das finde ich cool hier. Also an sich, blau ist immer nice. Ja, viel teste das Ganze. Blau ist immer ganz cool. Aber nicht so überzeugt von 5 Euronen. Momentan, currently, geht also noch stark runter. Und die letzte Kiste, come on, USP.
Please, not geben. Ah, Mac-10, Ranjin. Wieder mal mega viel Glück im Case-Opening gehabt, Leute. Ja, war ja klar. Und die ist doch nicht so schön, wie ich dachte. Ja, ein bisschen, ach Gott, ägyptisch sieht es für mich aus. Also auf den ersten Blick. So. Und Minimal Wear. Ja, dann habe ich wieder mal hier unten viel gezogen. Wir könnten jetzt theoretisch noch Trade-Uppen, weil die meisten hier sind eh nichts wert. Also wirklich, Oder wir geben einfach die Waffen der neuen Collection raus. Kann ich den schon traden, weil ich die aus der Kiste habe? Nein, kann ich leider eh noch nicht traden. Deswegen, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich würde die nehmen, kann ich verstehen. Ja, aber macht keinen Sinn. Weil ich kann die erst nächste Woche traden. Bis dahin haben wir eh bestimmt schon ein, zwei neue. So, wir tun mal hier eine 20%ige rein. Obwohl, die packe ich auch nochmal rein. Die ziehe ich ja noch 100 Mal. Und vielleicht den schöner. Das heißt, wir gehen mal auf 30% hoch. Und bunsen mal den Burner noch ein bisschen hier. Und die gehört auch noch mit dazu. Und Poison, Poison, Poison. Und Armor-Core. So, 30%. Ja, um in derselben Collection zu bleiben. Dann wollen wir mal, ne, the Wheel of Fate is turning. Gib uns wenigstens nochmal dieselbe Kollektion. Und wir haben eine Sword of Serenity. Dun, dun, dun. Ja, weiter hochtraden kann ich nicht, die Scambia auch nicht. Und ja, das war's für den Shadow-Teil. Also die Shadow-Daggers werden bestimmt mal gut was wert. Bin ich mal gespannt, wie sie sich durchsetzen. Aber die USPS, Leute, die USPS. Ich gehe mal ganz kurz in den Market, um zu schauen, ob die schon einer gepullt hat. Da bin ich jetzt mal gespannt. Müssen wir eigentlich nur nach Price sortieren. Ich habe nämlich den Namen leider gerade nicht. Shit, wie heißt die? Wie heißt die, wie heißt die, wie heißt die? Die US... Komm schon, lad schneller, Shadowboxing. Die heißt Kill Confirmed. Mal gucken, ob wir euch die zeigen können. Ja, können wir euch zeigen. In Minimal Wear, 198 Euro, currently. Minimal Wear. Das ist die Kill Confirmed. Und die ist schon sick, muss man sagen. Die ist wirklich geil, finde ich vom Design, finde ich die sehr, sehr cool. Ja, das ist meine USPS, würde mir auch gefallen. Vielleicht ziehen wir sie irgendwann. Und wenn es euch gefallen hat, Leute, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.